So, und damit herzlich willkommen zurück bei Morrowind. Ja, also, wir haben hier neben der Aufgabe, Nerevarine geändert zu werden, einen kleinen Nebenauftrag, den ich jetzt gerne zuerst machen wollen würde. Ja, wo ist sie denn? Hä? Mir ist total doof. Wo ist denn die Dame mit den Federn auf dem Kopf? Wollt sie doch noch mal nach der Wegbeschreibung zu dem Guar fragen? Hallo, Ich Lady. grüße euch. Ich glaube, ich habe bereits von euch gehört. Ja. Sagt ihr uns das nicht noch mal? Träume und Visionen? Okay, Mist. Okay, gut. Das heißt, kleinen Moment, ich muss kurz den Zettel suchen, wo die Seite stand. Ach, schöne Scheiße. Und natürlich habe ich den Zettel jetzt irgendwo hingelegt, natürlich möglichst weit weg. Es war auf jeden Fall sehr weit hinten, das weiß ich noch. So. Um Gottes Willen. So war das bei den. Quests der Magiergilde. Basie, das ist auch. Okay, das schaut schon besser aus. Na also, das ist schon eine Weile her. Unterwegs war, stieß ich auf ein Lager der Aschländer. Dort sprach ich mit einer weisen Frau namens Urshamusa, die mir von Träumen und Visionen erzählte. Die weise Frau hatte Träume und Visionen von einem weißen Guar. Sie sagt, wenn jemand diesen Guar finden kann, wird ihr Stamm wieder erblühen. Die Pest hat den Stamm zugrunde gerichtet und er kann keinen seiner Jäger entbehren. Sie möchte, dass ich nach dem weißen Guar suche. Ich habe mich bereit erklärt, zu versuchen, den weißen Guar zu finden. Die Frau sagt mir, dass sich der Guar in ihren Visionen nahe einer Weggabelung befindet, wo die Felsen aus der Erde wachsen, wie die Finger einer Hand. Okay.
Noch eine bessere Angabe hättest du jetzt nicht machen können, ne, Lady? Gibt's hier wenigstens irgendeinen Weg vielleicht raus? Ja. Also das nächste, was irgendwie ansatzweise mit Felsen zu tun haben, ist so in die Richtung. Einfach mal blind laufen? Ich schätze mal schon, dass das hier irgendwo... Schaut doch nach Weg aus. Hier, so. Nehmen wir jetzt einfach mal den Weg und folgen dem ein Stückchen und... Seht irgendwer? Hallo? Ich kann mir den ja den weißen Goa fragen. Hi, gibt es etwas, das ich für euch tun kann? Fremder, ja, ihr, könnt ihr mir helfen? Ich wurde von ein paar dieser verdammten Aschländer angegriffen. Die haben mich ausgeraubt und dann einfach liegen lassen, weil sie mich für tot hielten. Ich würde sie überall wiederkennen. Eigentlich sahen sie mir wie normale Dunkelelfen aus, nur wilder. Sie trugen Tierhäute und waren tätowiert. Und sie hatten seltsame Frisuren. Müssten leicht zu finden sein, mein Freund. Es ist nicht verwunderlich, dass sie mich ausgeraubt haben. Diese fiesen, Tierhäute tragenden, tätowierten... Ja. Ja, diese Nwa-Bastarde hatten mich beinahe getötet. Und sie nahmen meinen ganzen Packen Goa-Häute mit... Die sind leicht als meine zu erkennen. Sie tragen mein verdammtes Zeichen. Also, wenn ihr mir helfen könnt, diese Häute zurückzubekommen und diese Diebe zu töten, verspreche ich euch eine ausgezeichnete Belohnung. Doch ich habe nichts mehr zu tun, seit ich angegriffen wurde. Und ich verspreche euch, dass mein Freund... Berwin in Telmora sehr großzügig sein wird. Was meint ihr? Schauen wir mal. Ausgezeichnet. Schnappt euch diese verdammten Aschländer. Ich kann euch versprechen, dass ihr mir diese Häute... Wenn ihr mir diese Häute zurückbringt, wird euch Berwin großzügig entlohnen. Sie ist an diesem Handel beteiligt und außerdem können wir nicht zulassen, dass ein grundloser Angriff auf einen Goa-Hauthändler uns die Geschäfte ruiniert. Genau das ist geschehen. Alles Abschau. Viel Glück bei eurer Suche nach ihnen, Freund. Meine sämtlichen Geschäfte sind davon abhängig, sie zurückzubekommen. Komisches ich Kerlchen. Ich werde beobachtet. Verdammt, ich kann es spüren. Komisches Kerlchen. Na gut. Eigentlich suche ich gerade was ganz anderes. Da sind wir, glaube ich, gekommen. Ja, also das könnte ein Daumen sein, Zeigefinger, ein Mittelfinger, Ringfinger und ein kleiner Finger. Hallo. Oh.
Und jetzt? Ich habe den weißen Goa gefunden. Als ich in seine Reichweite kam, hat er sich sofort in Richtung Westen bewegt. Ah, okay, wir sollen ihm hinterher dappeln. Wir laufen ihm jetzt einfach mal hinterher, ne? Dopp, 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 dopp. Was ist der Süß? Der Goa führte mich zu einer Stelle mit Steinen und Bäumen. Hier fand ich die Leiche einer Frau, die mir so aussieht, als sei sie einst eine Heilerin gewesen. Nice one. Danke. Würde ich so gerne nicht reicheln. Reicheln. Na gut. So. Oh, wir hätten vielleicht den Typen markieren sollen. Hier ist die Weggabelung. In der Richtung sind wir gekommen. Da ist der Spasti ja. Das habe ich jetzt nicht laut gesagt. Nur leise. So, nochmal speichern. Wir haben den Goa gefunden. Jetzt. Fahrt fort! Was braucht ihr? Nenn ich es einfach mal so. Das da ist Telvus. Irgendein Schrein. Mal ganz kurz, einfach ganz stupide sagen, wir gehen mal zurück ins Lager. Geben das Amulett ab mit Pestheilen. Das ist nämlich, glaube ich, ein sehr wichtiges Amulett für die Guten hier. Laden. Ey, du weise Frau. Erzählt mir, was ihr gefunden habt. Ihr, den ich in meinen Visionen gesehen habe, habt ihr den weißen Goa gefunden? Aber eure Reise in meinen Visionen gesehen. Ich weiß, dass ihr vom weißen Goa geführt wurdet. Und ich weiß auch, wer sich dahinter verbarg. In meinen Visionen sah ich, wie ihr zur Leiche der Ashamanu geführt wurdet. Vor vielen, vielen Jahren war sie eine Heilerin. Sie gab ihr Leben, um andere zu retten. Man sagt, dass sie ihr Leben immer wieder opfern wird, so dass unser Volk leben möge. Ihr habt einem Wunder beigewohnt, mein Kind. Und nun besitzt ihr das Amulett der Ashamanu. Vielen Dank, mein Kind. Dieses Amulett wird mein Volk retten. Nehmt dies zum Dank. Es ist ein Schild, um das sich in meinem Volk viele Legenden ranken. Das Schild der Tapferkeit. Wenn ihr es benutzt, werdet ihr spüren, wie die Stärke in eure müden Glieder zurückkehrt. Gute Reise, mein Freund. Immer wieder gern, würde ich sagen. So. Schild. Oh. Na gut, das. Boah, das, Wow.
Egal. So. Ich würde jetzt gerne noch eine Riverine werden. Welt des Arschkan. Okay, das ist schon mal leer. Müssen wir mit dieser wandernden Lady reden? Ja, doch, klar. Die weise Frau ist auch gleichzeitig der Arschkan. Müssen wir so nur wiederfinden. Hier rennt ja hier ganz schön. Da läuft sie. Wie läuft der hier am munter, kunter, bunter rum? So. Und wir haben gehört, dass einige sagen, ihr seid der Nerevarine. Kommt ihr, um den Namen des Nerevarine zu beanspruchen? Dann müsst ihr mit der weisen Frau Sinamu sprechen. Doch zuerst müsst ihr Ehrerbietung zeigen und mit einem unserer Gulakans sprechen. Ihr findet sie in ihren Zelten. Sie werden mit euch reden. Nein, wir haben das nicht getan. Diejenigen, die ihr sucht, sind Emulran und Kashtes-il-Abael. Sie sind Geächtete und gehören zu keinem unserer Stämme. Ihr solltet sie südlich von hier finden können, am Wasser. Möge ihnen durch euch rasch Gerechtigkeit widerfahren. Im Süden von hier, warte mal, an denen sind wir doch vorbeigekommen, oder? Ja, gar nicht so weit weg hier, ne? Wenn wir schon dabei sind, dann vergesse ich es wenigstens nicht. Ja. Jo, das müssten dann die beiden hier sein, ne? Was wünscht ihr? Also. Stirb, Abschaum! Stirb, Abschaum! Ihr werdet leiden. Stirb, Abschaum! Okay, dann halt so. Gut, wirklich, was dabei hast du nicht? Ah. Leute. Du bist jetzt ganz alleine. Ich würde dich so gerne jetzt einfach rüberbringen. Schade, dass das noch nicht geht. Ich hätte es so gerne in den späteren Teilen so ein Pakua. Das wäre richtig geil. Naja, gut. So. Ignorieren wir den da mal ganz kurz. Ah, warte, in die Richtung war das, glaube ich. Dass ich es mir markiert habe. Ah, okay, ein Stückchen weiter runter. Na, da steht der Typ ja. So. Hallo. Die sind tot. Bitteschön. Danke, dass ihr sie zurückgeholt habt. Ich freue mich außerdem zu hören, dass dieser Abschaum für seine Taten bezahlen musste. Seht zu, dass ihr euch bei Berwin in Telmora eure Belohnung abholt. Ich werde ihm eine Nachricht schicken, damit er euch nach euch Ausschau hält. Okay. Reist danach nach Telmora nochmal kurz. Oh Gott! Hey, hier bin ich. Ist die uns ernsthaft überall mit hingerannt? Auch gut. Jo. Und zwar...
Speichern wir jetzt mal. Ich hätte einen Moment Zeit für ein Gespräch mit euch. Okay. Costa? Ja, ich dachte, du bist ein Gul'kan. Okay. Meinst kein Gul'kan zu sein. Auch okay. Vielleicht der da? Ah. Ihr redet mit der weißen Frau. Sagt ihr, dass ihr einen sicheren Ort für die Ahemusa finden werdet? Das ist, was ich von jemandem hören möchte, der zum der Reverine ernannt werden soll. Okay, einen sicheren Ort finden. Und mal schauen, was der uns zu uns sagt. Kommt ihr, um den Namen des Nereverine zu beanspruchen? Ich hoffe, ihr kommt, um seine Heldentaten zu tun. Wir brauchen Taten. Namen sind ohne Bedeutung. Ihr müsst mit der weisen Frau sprechen. Wir sind ein armer, trauriger Stamm ohne Ashkan, geführt von einer weisen Frau. Und wir sind die Gul'kans. Wir schämen uns, denn wir sind schwach und hilflos. Geht zu, ihr Fremdländer, sagt, dass ihr ein Held sein und die Ahemusa retten wollt. Vielleicht verdient ihr dann den Namen Nerevarine. Okay, das scheinen die beiden Gul'kans gewesen zu sein. Okay, aber wie mit einer anderen weisen Frau? Mit der älteren, würde ich sagen. Ne? Und zwei weisen Frauen? Ja, seid ihr nun bereit, so, dass ich euch begleiten und nach Alt... Kann nach Alt... Was? Ist? Die Prophezeiung. Man sagt, dass ein Fremdländer und Clanfreund der Ushilaku hat große Taten vollbracht und behauptet, dass die Prophezeiung auf ihn zutreffen. Seid ihr dieser Fremdländer? Und was wollt ihr hier? Ich werde euch eure Beweise prüfen und ihr werdet mir eure Geschichte erzählen. Und wenn ich überzeugt bin, werde ich euch gemäß der Überlieferung und der Prophezeiung zum Ahemusa Nerevarine ernennen. Doch kann es nicht umsonst geschehen. Die Ahemusa brauchen einen sicheren Ort und ihr werdet ihnen diesen sicheren Ort geben. In vergangenen Zeiten konnten die Ahemusa in den Ruinen von Aldetrod Schutz finden. Doch nun hat die Priesterin Nirini. Okay. Die dädrischen Schreine erneut und Anbete von Shi'ugarat wohnen dort. Beschützt von schrecklichen Dingen. Erst werdet ihr nach Aldetrod gehen und es für die Ahemusa sicher machen. Dann kehrt ihr zurück und ich werde euch begleiten. Und falls Aldetrod zu einem sicheren Ort meine Leute geworden ist, würde ich sagen, ich ernenne euch zum Nerevarin. Wo ist Aldetrod? Okay. Ah, ich glaube, wir waren in Aldetrod schon. Kann ich euch helfen?
Ich würde sie einfach gnadenlos mitnehmen. Ich kann mich nie mehr daran erinnern, ob wir schon in Alderdrot waren und das sauber gemacht haben. Na gut. Ich würde es einfach riskieren. Wir speichern hier einmal groß. So. Speichern. Dann nehmen wir sie einfach in der nächsten Folge mit nach Alderdrot. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr diese Folge schaut. Und wir. Recht Durchfall, morgen wieder.